In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie Sie sich in der 3D-Darstellung quasi so eine 3D-Schnitt darstellen können, um halt in das Gebäude auch reinzuschauen. Denn normalerweise, wenn Sie das normale 3D-Darstellung haben, dann schauen Sie nur von außen rein. Nun kann man natürlich hier so eine Wand anklicken, dann wird die so transparent und dann kann ich hier so durchschauen. Ich könnte theoretisch auch ausblenden, ich könnte auch zwei Wände ausblenden. Ich mache das hier einfach mal. Ich klicke hier drauf und sage hier Elemente ausblenden, dann kann ich hier dauerhaft quasi reinschauen. Ich mache es mal wieder rückgängig. Oder bei der Gelegenheit kann ich euch zeigen, wie blende ich es wieder ein. Ich gehe einfach hier unten auf die Glühbirne, verdeckte Elemente anzeigen, dann zeigt er quasi alle Elemente, die in dieser Ansicht ausgeblendet sind, quasi an. Geht jetzt mal rein, dann kriege ich hier so einen roten Rahmen. Und jetzt zeigt er quasi alle Elemente an, die jetzt in dieser Ansicht quasi verdeckt sind. Die werden quasi rot dargestellt, wie zum Beispiel hier diese Wand. Jetzt klicke ich die Wand wieder an. Einmal. Die nächste Wand mit der Steuerungstaste, die nächste Wand auch. Und sage jetzt hier Element einblenden. Quatsch, hier drüben. Element einblenden. Das wird wieder eingeblendet. Jetzt sind die nicht mehr rot dargestellt. Das sieht man jetzt hier, sondern normal, ja, was hier so rot aussieht, das ist das sogenannte Tragmodell, ja. Das sind diese roten Punkte, die sind momentan auch ausgeblendet und die Ebenen sind ausgeblendet. Ansonsten ist quasi alles eingeblendet. Dann, wenn ich jetzt fertig bin, wieder alles eingeblendet habe, dann kann ich diese spezielle Ansicht wieder verlassen. Wenn ich hier diesen verdeckten Ansichtsmodus wieder verlasse, nicht speichern, und jetzt bin ich wieder mal in meiner normalen Ansicht. Ja, das ist, wenn Sie jetzt individuelle Elemente ausblenden. Sie können auch ganze Kategorien ausblenden. Wenn Sie so eine Wand anklicken, dann können Sie auch sagen, Kategorie ausblenden. Das wäre Element ausblenden. Kategorie ausblenden würde quasi jetzt hier die gesamte Kategorie quasi, also alle Wände ausblenden. Das bringt natürlich relativ wenig. Ja. Dasselbe würden Sie erreichen, wenn Sie hier auf VG gehen, also das Tastaturkürzel V und G, oder hier auf Ansicht gehen und hier auf Sichtbarkeit Grafiken und hier einfach Wände ausschalten über die Kategorie. Der Nachteil ist, dass dann alle Wände ausgeschaltet sind. Ja. Was Sie natürlich auch machen können, aber das führt jetzt zu weit, das möchte ich nur mit erwähnen. Sie können zum Beispiel tragende oder nicht tragende Wände ausschalten. Deswegen ist diese Kategorie auch wichtig. Ja. Unter anderem deshalb. Was gibt es noch zu sagen? Ja, was Sie aber auch machen können, ist, Sie können so einen 3D-Schnitt machen. Und jetzt werde ich das hier mal demonstrieren. Dazu dupliziere ich mir diese Ansicht. Gehe also hier in meinem Projektbrowser hier auf diese 3D-Ansicht. Rechte Maustaste, duplizieren, Ansicht duplizieren. Mit Detaillierung, das wäre, wenn ich irgendwas jetzt hier reingezeichnet hätte, Bemaßung oder irgend sowas, dann würde ich jetzt wären es quasi Detailelemente, die würden dann damit dupliziert werden. Ich habe hier eh nichts reingezeichnet, deswegen ist es völlig egal. Ist dann einfach duplizieren. Benenne das Ganze um. Sage hier, haben wir hier Eigen, wo ist sie umbenennen? Hier. Und das Ding heißt jetzt, sagen wir mal, KG. Kellergeschoss, wo haben wir es? So, das wäre jetzt mein Kellergeschossansicht. Und jetzt kann ich, im Kellergeschoss möchte ich quasi alle anderen Geschosse hier oben ausblenden, nur dass ich das Kellergeschoss sehe. Dass ich quasi reinschauen kann in das Kellergeschoss in 3D. Ja, dazu gehe ich jetzt hier, tue ich momentan nichts auswählen. Und wenn ich nichts ausgewählt habe, dann die Eigenschaftenpalette gehe, dann sehe ich quasi die Eigenschaften meiner Ansicht. Und hier schalte ich jetzt meinen 3D-Schnittbereich ein. Da kommt jetzt so ein Rahmen. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel über diese Griffe hier den Rahmen runterziehen. Zum Beispiel so. Also noch zu weit oben. Und jetzt sehe ich schon quasi, dass ich jetzt hier ins zum Beispiel das Obergeschoss reingucken kann. Ich möchte das Ganze fürs Kellergeschoss machen. Also gehe ich hier in eine Seitenansicht, wo ich das ein bisschen besser sehe, kann meinetwegen noch auf Drahtmodell umstellen, dann kann ich hier so durchgucken. Und jetzt ziehe ich hier meinen 3D-Rahmen so unter die, in die Geschossdecke ungefähr rein. So mache ich, diesmal mache ich es mir in die Geschossdecke rein. So. Ungefähr so. Gehe jetzt hier wieder hier drauf. Dann gehe ich wieder auf Schattiert. Und jetzt blende ich noch die Geschossdecke individuell aus. Klicke jetzt hier drauf. Ja, ich könnte sie auch transparent machen. Kann ich auch mal kurz zeigen, wie das geht, indem Sie jetzt hier drauflegen, rechte Maustaste und sagen in Ansicht überschreiben. Nach Element, da wird was nur das Element geändert. Jetzt könnte ich eine Transparenz einstellen. Dann wäre sie dauerhaft transparent.
Also wäre im Prinzip noch vorhanden, allerdings transparent dargestellt. Ich gehe mal auf rückgängig. Ich möchte sie komplett ausblenden. Also klicke ich sie jetzt hier an. So. Und sage hier Element ausblenden. Jetzt habe ich sie quasi ausgeblendet und habe jetzt hier meine Kellergeschoss 3D-Ansicht. Ja, so. Wer will, wenn der Rahmen stört, der kann dann hier noch den Rahmen mit ausblenden. Ja, Sie können den Rahmen übrigens auch, das zeige ich auch noch mal ganz hier quasi so noch mit reinschieben. Da hätten Sie vielleicht auch so eine 3D-Ansicht. Da können Sie quasi auch noch seitlich mit reinschauen. Das nehme ich wieder zurück. So, und jetzt kann ich den Rahmen auch noch ausblenden. Aufpassen, nicht verwechseln mit, wenn Sie ihn hier ausschalten, ist er nicht mehr aktiv. Wenn ich auf die Idee käme, ihn hier auszumachen, dann ist er quasi nicht mehr aktiv. Dann ist wieder mein Gebäude ungeschnitten. Ich mache schon wieder aktiv, es ist wieder zurückgesetzt. Das ist natürlich jetzt blöd, das gehe ich mal auf rückgängig. So, wenn Sie nicht sehen wollen, dann dürfen Sie ihn hier ausschalten. Sie müssen ihn ja aktiv halten. Sie müssen ihn einfach anklicken und gehen dann hier auf Element ausblenden. Jetzt ist er quasi nur ausgeblendet, aber immer noch da, das heißt aktiv. Und so haben Sie quasi eine 3D-Ansicht von Ihrem Kellergeschoss, wo Sie hier in Ihr Kellergeschoss reinschauen können. Da finde ich ganz praktisch auch zum Arbeiten und zum Kontrollieren meiner Modellierungsfortschritte. Ja, und das können Sie natürlich jetzt für jedes Geschoss einzeln machen. Ja, wenn Sie, ich mache es nochmal schnell fürs Erdgeschoss, geht es hier auf Ansicht duplizieren. Nennen das Ganze jetzt EG, umbenennen. Ich lasse zum Beispiel, wenn ich das Erdgeschoss mache, das Kellergeschoss, das nehme ich mit rein, schneide einfach nur oben weg, mache den Rahmen wieder an, gehe also jetzt hier wieder auf diese Glühbirne. Hier ist mein 3D-Rahmen, blende den jetzt wieder ein, Element einblenden. Jetzt klicke ich ihn an, schalte hier auf Drahtmodell um. Achso, vorher sollte ich noch meine Decke wieder einblenden. Also hier nochmal auf die Glühbirne gehen und hier die Decke anklicken. So. Und Element einblenden. Jetzt die Ansicht verlassen. Und hier den Rahmen anklicken. Jetzt hochziehen zum Erdgeschoss. Also immer in der Mitte der Decke ungefähr mache ich das. Hier. So wieder Perspektive. Decke auswählen. Gut, das ist jetzt ein Element. Das kann ich schon komplett ausblenden. Für die Wand erwischt. Übrigens, wenn Sie Decke nicht richtig auswählen können, können Sie mit Tabulatortaste hin und her schalten. Also ich gehe einfach in die Nähe der Decke. Jetzt tue ich mir zwar die Wand auswählen, aber wenn ich jetzt hier die Tabulatortaste klicke, jetzt habe ich quasi die Decke. Ne, Wandlinienkette, nochmal Tabulatortaste. Na, okay, jetzt ist. Will er nicht, gut, dann gehen wir auf schattiert. Geht vielleicht ein bisschen besser. Jetzt habe ich die Decke. So, und die will ich wieder ausblenden. Element ausblenden und den Rahmen blende ich auch aus. Und das wäre jetzt zum Beispiel hier mein Erdgeschoss. 3D-Darstellung, wo ich quasi in das Erdgeschoss reinschauen kann. Und so können Sie quasi sich dann auch so gewisse Kontrollansichten bauen. Entweder zur Kontrolle, aber von mir aus auch später zur Visualisierung. Ja, auch das wäre möglich, dass Sie das zur Visualisierung verwenden. Okay, soviel dazu.